Fischi, Fischi, Fischlein! Ich glaube, wir sollten mal die Bremsen reparieren. Hier ist es aber fluffig. Finde ich auch. Ich werde schon ganz schmusig. Oh, herrlich! Und wir sind hier echt ganz allein. Ach, besser könnte es gar nicht sein. Dann lass uns mal in die Gänge kommen. Ich bin hier schon seit 22 Jahren am Angeln und ich habe fast alle Fische hier aus dem See geholt. Bloß einer ist noch übrig und das ist ein schwerer Brocken, aber den reiße ich mir auch noch unter den Nagel. Und weder ihr noch sonst wer pusht mir da dazwischen. Der gehört mir, habt ihr das kapiert? Angeln ist nicht unser Ding, Captain Igloo. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Geht ihr wieder? Oh, der Kleine ist aber putzig. Fischi, Fischi, Fischi. Mach einfach einen Kopf zu und setz dich wieder. Gute Idee, danke. Hey, werf doch den Kleinen einfach in den See rein. Vielleicht geht er mir hier an den Haken. Auf geht's! Der Peter! Fischi, Fischi! Das ist mein See hier! Hey, was habt ihr? Ihr Vögel, ihr habt meine Glotze kaputt gemacht. Warum hast du die uns auch in den Weg gestellt, du Flunderflott? Ihr habt sie kaputt gemacht. Was soll ich denn jetzt machen? Das Fernsehen hat mich so schön abgelenkt und jetzt falle ich bestimmt auf irgendeinen blöden Köder rein. Hallo, du großer Du. Schau mir tief in die Augen und dann werde ich dich hypnotisieren, die Kerschen. Bitte nicht, nur das nicht. Beiß mich. Oh ja, dann beiß ich dich jetzt, du Schlingel. Ja. Nein, tu's nicht! Bist du denn verrückt? Halt! Das darfst du auf keinen Fall machen! Auf was wartet ihr noch, ihr Schwachköpfe? Tut gefälligst was los! Und, war das okay so? Vielen Dank, Jungs. Ich würde sagen, très bien, Monsieur. Kein Problem, aber wir haben harten Anschluss. Nein, das könnt ihr nicht machen! Ihr könnt jetzt nicht gehen, ohne mein Fernseher bin ich am Ende! Dann werde ich dich jetzt hypnotisieren, Dickerchen. Ich muss sterben! Dieser Angler nervt echt sowas von übelst ab. Wir können ihn nicht einfach so hängen lassen. Wenn er stirbt, wirst du dich dein ganzes Leben lang deswegen schämen. Und du wirst nie mehr ein gutes Gewissen haben. Ach so? Na gut, wir klären das jetzt ein für alle Mal ab. Fischi, Fischi, Fischlein. Oh, da ist er. Endlich hab ich die Gräte. So. Jetzt kannst du ihm die Sachlage mal verklickern. Der Fisch! Du gehörst mir! Wer hält dich auf mich, du belästigst? Ja. Ach, das ist aber schnuckelig. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist viel zu viel. Ich bitte euch nach all dem, was ihr für mich getan habt, vielen Dank auch nochmal. Das war aber einer von der netten Sorte. Bloß blöd, dass er nach Sushi riecht. Jawoll! Sag mal, könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe angeln lassen? Na gut, dann muss ich wohl schwerere Geschütze auffahren. Cheers! Oh Mann, nicht schon wieder! Hey,
das ist ja Maurice! Hey, Max, Larry, Bob! So, hat er dich also endlich dran gekriegt? Das war bestimmt die Nummer mit der Seejungfrau, oder? Logisch, was denn sonst? Endlich ist mein Wasserrad betriebsbereit und ihr seid der Motor dafür! Ihr dreht jetzt das Rad da und zwar hurtig, wenn ich bitten darf! Nee, mach ich nicht. Kein Bock drauf. Ihr zwei, ihr oberfaulen Heringe. Genau so soll das sein. Es funktioniert. Es läuft wie am Schnürchen. Und das alles kostet mich keinen einzigen Cent. Also ich muss schon sagen, ich bin ein Genie. Schneller, schneller! Hey, wieso tun wir unserem Freund nicht einfach den Gefallen, okay? Drückt auf die Tube, Jungs, da los! Yeah! Halt, seid ihr verrückt geworden? Halt, sonst fliegt ihr doch alles in die Luft! Die Tür nicht zu, sieht aus wie Superman. Hey, ich hab eine Idee. Wir feiern eine schöne Party und essen Tiefkühlpizza und gucken den ganzen Abend schlecht synchronisierte Sitcoms. Ja! Bis dann, Jungs, und bleibt nicht zu lange auf. Die sind cool. Ja, das sind meine Kumpels und jetzt beeil dich, es fängt gleich an. Schneller los, du fauler Sack. Mieses, dreckiges Sardinenpack.